Heute sind die strengeren Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Dazu gehören unter anderem begrenzte Besucherzahlen in Geschäften und Wechselunterricht an Hotspots. Das Ziel, ein 7-Tage-Inzidenzwert von 50, sei ein Kraftakt, so Staatsminister Florian Herrmann. Für Gesamtbayern liegt der Wert heute bei 178. Es kann uns nicht kalt lassen, dass 75 Leute am Tag sterben. Was man verhindern könnte, indem man Kontakte reduziert. Und ich kann da nur appellieren, auch an die Leute, das einfach ernst zu nehmen, dass wir Kontakte reduzieren müssen, überall dort, wo es geht, um nicht in 4 Wochen hier zu stehen und zu sagen, wir haben überhaupt keine Verbesserung erreicht und jetzt müssen wir noch härtere Maßnahmen machen. Gesundheitsministerin Melanie Hummel zeigt sich zufrieden mit dem Aufbau von Impfzentren und mobilen Teams. Bis zum 15. Dezember sollen die Einrichtungen bereitstehen. Wir brauchen ja nicht nur die Impfzentren, sprich den Ort, nicht nur die Logistik, sondern wir brauchen auch das Personal. Vielfach wird es vor Ort auch ausgeschrieben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgefragt haben und über 2500 Ärzte haben sich hier bereit erklärt, mitzumachen. Ich denke, das ist schon mal auch ein positives Signal. Eine Impfpflicht werde es nicht geben. Zudem soll der Einsatz von Schnelltests in Pflegeheimen verstärkt und FFP2-Masken für Besucher bereitgestellt werden. Neben Prävention, Impf- und Teststrategie brauche Bayern vor allem eine Therapiestrategie, so CSU und Freie Wähler im Landtag. Gemeinsam wollen sie bayerischen Forscher mit rund 50 Millionen aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie unterstützen. Wenn man ein gutes Therapeutika hat, dann ist natürlich auch der Schrecken von der Krankheit genommen. Und es gibt viele, die an Covid erkrankt sind, die auch Langzeitfolgen haben. Also wir wissen bis heute noch nicht, wie sich auf lange Frist auch der Virus auswirken wird. Und von daher braucht man unbedingt auch ein Therapeutikum, das man dann hernach einsetzen kann. Das andere ist alles erst zum präventiven Schutz, die Impfung, die Abstandsregeln. Aber es wird trotzdem Menschen erwischen, die also sich infizieren. Neue Medikamente könnten die Sterblichkeitsrate senken. Krankenhäuser entlasten und auch Lockerungen zulassen. Wichtig ist, dass wir Therapien fördern und Ansätze, die jetzt schnell auch in die Kliniken kommen, also die sehr umsetzungsnah sind. Das muss jetzt beschleunigt ausgewählt werden. Es gibt bereits eine Liste von Vorschlägen, von Konzepten, die uns vorliegen. Und daraus jetzt diejenigen auszuwählen, die schnell auch helfen können, ist die Aufgabe. Morgen soll die Therapiestrategie im Landtag und nächste Woche dann im Ministerrat beschlossen werden.